Prosecco-Laune mit Christian Theodor Bloß und Marek Bäuerlein. Herzlich willkommen zur Prosecco-Laune Floß-Edition. Willkommen, Freunde. Das ist unser eigentlich Puls-Open-Air-Tag. Puls-Open-Air wurde abgesagt, wir haben es nicht geschlagen gegeben. Wir wollten trotzdem einen schönen Tag. Ja. Und dann sind wir hier bei dem Arche Noah Bootsverleih Aschaffenburg und sind hier auf dem Tiki-Floß. Sehr schade an dieser Stelle. Grüße ans Puls Open Air, war bestimmt keine leichte Entscheidung. Und wir sind dann so ein bisschen durch die Stadt getingelt und haben noch ein bisschen ein Special aufgenommen, was ihr wahrscheinlich alle schon gesehen habt. Wir haben Pressackbrot gefressen. Und Pressackbrot gefressen, ja, haben so Aschaffenburg ein bisschen genossen bei dem wunderbaren Wetter. Und dann kamen wir auf die Idee, ey, wir checken nochmal am Floßhafen aus, ob wir vielleicht ein Floß bekommen. Und also von dem Tag irgendwie nichts erwartet und alles bekommen. Und auch dank von Arche Noah hier, dem Bootsverleih, haben wir noch eine Kapitänin geschenkt bekommen. Wink doch mal für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause. An dieser Stelle auch einen Applaus von unserem Publikum, was wir heute haben. Genau. Super spontan dazugekommen. Ja, und deswegen bekommen wir jetzt hier eine kleine Rundfahrt spendiert und können euch ein bisschen Aschaffenburg zeigen. Der Christian ist hier schon heftig am Werkeln, weil er versorgt erstmal unsere Gäste mit Erfrischungsgetränken. Ich bin mal gespannt, wir fahren ja in eine Richtung, die relativ unspektakulär ist. Ja, erstmal, und zwar wir entfernen uns jetzt quasi von Schloss Johannesburg, das ist hier hinten, ja. Und gehen eigentlich Richtung, wo geht man da hin, Obernau, Niedernberg, so in diese Richtung. Da wird es ein bisschen grün und da kommen auch unsere ganzen Yachten, die uns allen gehören. Das können wir euch auch mal vielleicht mal ganz kurz zeigen. Und der Christian ist auch am Start. Was hast du uns Leckeres kredenzt? Ich habe mal eine Weißweinschorle, eine Weihwein-Show gemacht. Zum Wohl erstmal in diesen schönen Bechern. Ja, die gleich auch cheers. Cheers, mein Lieber. Ja. Oh, guck mal, die tollen Becher. Gleichzeitig trinken ist natürlich ein absoluter Anfängerfehler, den wir bei der Prosecco-Laune nicht machen würden. Wir fahren hier und wir merken natürlich auch gleich, so ein gewisses Sommerfeeling kommt auf. Auf jeden Fall. Oder? Für mich fühlt sich an wie Urlaub. Ja. Ich merke auch ein bisschen den Fahrtwind, es fühlt sich an wie Freiheit. Ja. Das habe ich gebraucht. Ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Kommentare, die sagen, was ist das denn für ein nerviges Geräusch die ganze Zeit im Hintergrund? Weiß das nicht, ist das Problem, Leute, wir hören das schon gar nicht mehr. Das ist wie wenn man an der ICE-Strecke wohnt. Ja, das ist der Applaus vom Ufer. Ja, irgendwann klingt es wie Meerrauschen, sagt man so schön. Ja. Wenn man so oft auf Booten unterwegs ist wie wir, irgendwann merkt man das Ganze nicht mehr. Ja, aber man muss ja schon mal ganz kurz dazu sagen, wir hatten heute echt einiges geplant. Ist ja schon sehr, sehr schade, dass es am Ende nicht stattgefunden hat. Ich meine, du saßt schon im Auto. Mit laufendem Motor. Mit laufendem Motor und dann habe ich irgendwann geschrieben, naja, dann halt nicht, wollen wir in Riesen rein. Ja, und genau, ins Café Riesen sozusagen, um zu frühstücken. Genau, und du warst so, hey, wir wollten doch jetzt losfahren. Ich war so, nee, es wird nicht stattfinden. Er hat so ein Bildschirm, also so ein Flyer geschickt mit abgesagt und ich hatte erst gedacht, irgendwie das wäre ein Fake. Ja. Irgendwie jemand schnell mit Photoshop gemacht, um uns mal kurz zu foppen oder so, aber war dann leider so. Ja, da waren wir im Café Riesen und hatten auch den Hund dabei. Da kann man noch was dazu sagen. Bevor wir zum Hund kommen, mal eine rein rechtliche Frage. Kriegen wir eigentlich trotzdem unsere Gage? Jetzt wir hätten gerne die Gelder fürs Hotel. Ja. Auf jeden Fall Kosten entstanden von unserer Seite. Sind ja Kosten entstanden. Konzeptionell sind wir reingegangen, mit Materialkosten sind wir reingegangen. Ja. Natürlich haben wir ein bisschen mit Sprit reingegangen. Ja. Was machen wir denn mit? Schon, Puls. Schon sehr, sehr teuer. Wir haben ja verschiedene Leute noch mit aufs Boot geholt. Mit ins Boot geholt, Kai. Magst du einmal, traust du dich? Willst du einmal kommen? Ja. Sehr gerne. Genau, los, Kai, ich räume mal den Platz hier. Ja. Einen Applaus für Kai. Ja, Kai. Bitte Applaus. Das bin ich. Herzlichen Dank. Erstmal sehr schönes T-Shirt. Was ist das? Ist das Merchandise? Ja, das ist Roy Bianco. Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Kann man hören. Wille Grazie. Ja, sehr schön. Wille Grazie. Bonjour. Bonjour. Wie, also erstmal zum Wohl. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass das geklappt hat. Wie kam der Kontakt zustande? Das heißt immer bei TV Straßensound. Wie, was hast du jetzt heute gemacht? Bist du arbeitslos oder warum kannst du einfach so? Also die einzige Leute an Gruppen so, die halt irgendwie vormittags unter der Woche Zeit haben, sind halt Studenten. Ah ja, okay, ja. Als Studierende. Und hast du auch schon gesagt, ist nur zweimal im Jahr stressig? Ja. Stimmt. Ja, ist ein Fakt. Ne? Also hatte ich heute Zeit. Was studierst du? Reden wir nicht drüber. Warum? Ist es Maschinenbau? Nee, es ist BWL? Ja. Okay. Ja. In Aschaffenburg? Nee. Wo? In Gießen. In Gießen? Ach, schon. Ja. Bist du jetzt aus Gießen hierher gefahren? Nee, da wohne ich nicht. Wer will in Gießen wohnen? Wo wohnst du? Friedberg. Kennst du das? Friedberg. Das ist so Frankfurt-Speckgürtel-mäßig. Ja, ne? So ungefähr. Ja. 20 Minuten mit der S-Bahn rein. Ja. Ja, ja. Bist du aus reichem Hause? Nee. Okay, so. Gut. Aber du machst auch Fotos, ne?
Ja, so hobbymäßig, aber nicht so gut hier wie andere Leute. Ah, okay. Wie der Leon meinst du jetzt? Ja. Leon Gelb, der wird natürlich gelobt. Profi. Aber okay, gut. Und also ich finde es super geil, dass du heute hier bist. Du hast jetzt schon irgendwie bestimmte Stunde mit uns verbracht hier. Ja, mit dem Stänger auch viel. Also lieber Kerl. Wie ist es bisher für dich so das Erlebnis? Das ist schon, also deutsche wieder hier quasi. Ja, oder? Ja. Ist schon gut. Also allein Frings, danke. Ja, sehr gerne. Hast du schon bei ein paar Leuten angegeben, dass du dich mit uns umgibst? Nee, ich habe eine Freundin gefragt, ob die mit will, aber die muss arbeiten. Ah, die kannte uns nicht, meinst du? Die kannte uns nicht. Mit wem willst du da fahren? Wer ist das? Prosecco-Laune? Nie so gehört, trinken. Leider. Ganz kurz, bevor wir weitermachen. Wir fahren jetzt an den Schiffen vorbei. Ja. Und hier sind natürlich immer interessant, wie heißen die Schiffe. Ja. Hier ist die Lady M. Speck Spezial 36. Klingt wie eine Pizza. Sehr gut. Klingt wirklich wie eine fantastische Pizza. Wir fahren mal weiter. Marek also, sagt ja immer, wie wird dein Schiff heißen? Leviathan, der Ficker der Meere. Das wäre schon der beste Name. Ja, das ist Tabaluga. Tabaluga. Tabaluga, sehr gut. Wir grüßen jetzt einfach mal. Genau, Petri Heil, sagt man, glaube ich. Hallo. Liebe Grüße, hallo. Toll. Hätten Sie uns... Aber bei Ihnen könnten wir auch mal vorbeikommen. Warum? Sind Sie schüchtern? Sieht so reich aus bei Ihnen, hätte ich auch Lust drauf. Sieht sehr einladend aus. Also Platz ist vorhanden beim Tabaluga. Boah, da ist Geld vorhanden. Die sind aus reichem Hause. Ja, wirklich. Und da ist auch... Da kann geerbt werden. Ältere Dame schon, da könnte ich mir als Erbschleicher, könnte ich mich vielleicht noch einheiraten. Der einen oder anderen Masche. Es ist echt wirklich toll, was Aschaffenburg für einen Hafen hat. Ja. Oder? Krass. Nach Monaco, glaube ich, habe ich mal gehört, der größte Einfahrtshafen Europas. Guck mal da. Fritzi in Comic Sans. Oh, Fritzi in Comic Sans, sehr gut. Also weißt du, du kaufst dir schon so eine Yacht irgendwie für aber 1000 Euro und dann... Ja, das ist, ich verstehe das, weil es ist so ein bisschen Understatement, weißt du, du sagst so, ne, ganz so teuer war es nicht. Deswegen nimmst du eine Comic Sans, deswegen nimmst du so einen kleinen Namen. Es ist sympathisch. Stell dir mal vor, die hieße Jupiter 3. Das wäre ein ganz anderes Feeling für das Boot. Hier zum Beispiel hat man sein Boot einfach Aschaffenburg genannt. Es ist natürlich für die Leute, die uns jetzt nur im Podcast hören, eventuell ein bisschen störend mit diesem Man hätte Geräusch. Es Aschaffenboot nennen können und ja, das wäre ein das guter stimmt. Name. Ist ein absoluter Fakt. Kai, ich habe jetzt eine lustige Idee. Wie wär's, du wechselst dich mal wieder mit dem Stänger ab. Ja, gerne. Und du überlegst dir vielleicht noch, vielleicht hast du die Möglichkeit, dir noch einen Reibach-Alarm zu überlegen. Vielleicht fällt dir was ein, irgendeine Geschäfts- Mach's doch BWL, hast du gesagt. Genau. Da müssen noch ein paar Dinge im Köcher stehen. Vielleicht hast du eine gute Idee. Der Laurenz ist auch immer ein guter Mann, der steht hier auch noch hinter der Kamera, den werden wir auch gleich nochmal sehen. Vielleicht habt ihr noch gemeinsam eine Idee, wäre super cool. Wenn ihr eine gute Idee habt, dann schenken wir euch ein Boot. Wir sagen nicht, wie groß es ist. Aber ihr kriegt ein Boot geschenkt. Das wäre doch sehr, sehr gut. Kai, ich finde es mega geil, dass du dabei bist. Ja, danke. Was planst du heute noch im restlichen Abend? Wie kommst du wieder nach Hause? Ja, irgendwann nach Hause fahren, im Auto wieder. Aber der Plan ist schon, dich abzufüllen, ne? Ist das so? Ja. Okay, also ich kenne auch Leute in Aschaffenburg. Okay, kriegen wir hin. Klar, sehr gut. Okay, cool, dass du da bist. Ja, dann gib mir gerade das Mikrofon. Fliegenden Wechsel mit dem Stänger. Großen Applaus für den sehr Kai. Sehr gut gemacht, Kai. Yes, yes, ja. Ich denke, das ist echt eine absurde Idee. Wir hocken jetzt hier. Ja. Ich habe gedacht, wir sind jetzt gerade auf der Autobahn oder kommen jetzt auf diesem Festival an. Ja, wir würden jetzt auch von der Zeit her auf dem Festival sogar bald ankommen mit Raucherpausen, allem drum und dran. Ja, ja, wie schon gesagt, also dafür, dass wir jetzt hier am Tag noch gar nichts geplant hatten, jetzt hier zu landen, ist mal wieder absurd einfach. Ne? Das ist wieder Prosecco-Laune at its best. Wann warst du das letzte Mal auf dem Boot, Marek? Ewig lang her. Wahrscheinlich in Kanada, habe ich mir vorhin gedacht. Nee, das letzte Mal auf dem Boot war ich auf diesem Drachenbootrennen. Mhm. Das war ja aber eine andere Art von Boot, aber so ein Bootboot mit Motor, ja, Kanada. Wird es dir auch schon mal übel auf dem Wasser? Nee. Weil ich bin ja einmal, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, nach Helgoland. Mit der Oma, ne? Mit der Oma nach Helgoland zur Langen Anna. Das ist ja dieser eine abstehende Fels von auf Helgoland. Und, sagt man schon seit Jahrzehnten, dass er bald umfällt, ne? Ja, sagt man schon richtig. Ganz lange, dass er bald umfällt. Da ist ja da sind ja ohne Ende Möwen. Das ist ein gutes Marketing für Helgoland. Stimmt. Ja, das ist genial. Ich glaube, das sagt man aber auch über den Stänger, dass er bald umfällt und dann bis heute wieder eins. Auch gutes Marketing. Ja, genau. Ich habe ein paar Boot-Stories. Und zwar einmal auch, weil es gerade Helgoland erwähnt wurde, haben wir auch eine Überfahrt gemacht, morgens. Und es war so quasi eine Stufe, bevor man sagt, also eine Seestärke, bevor man sagt, okay, wir fahren nicht mehr raus. Ja. Ich weiß nicht, was die höchste ist, 12 oder sowas, glaube ich. 12, glaube ich, ist genau, Orkan. Und es war so 11,75 oder so. Ja. So, und da sind wir da gefahren. Wir haben uns natürlich das Schlemmerfrühstück bestellt morgens. Na klar. Und... Was sind allerlei Gelächter mit einem auf dem Hintergrund. Mit einem Schatzi, ne? Ja, das kann ich mir richtig vorstellen. Schlemmerfrühstück wird bestellt. Morgen seid ihr da aus eurem kleinen Hotelzimmer, seid ihr aufgewacht, ne? Und dann habt ihr euch gesagt, und jetzt geht's. Wie viele Croissants gehen? Bisschen,
Ja, ja, vorgebucht, genau, so wie ich das gehört. Wir haben reserviert. So, und auf jeden Fall, das Ding wankt und schwankt und wir hocken Handtuch auf dem Frühstücksbuffet. Ziehen uns da das Ding, also ziehen uns da das Schlemmerfrühstück rein. Und da war irgendwie eine Dame, so vis-à-vis, schräg diagonal auf der anderen Ende, und die hat sich das Leben aus dem Leib gekotzt. Ja. Mal auf dem Boot? Auf dem Boot, ja. Ihr habt auch auf dem Boot geschlafen? Wir haben auf dem Boot gefrühstückt, haben wir. Ach so. Nee, wir haben nicht geschlafen, aber wir waren auf jeden Fall, es ist ein Schiff, ist schon ein Schiff, ja. Und jedenfalls hat die sich die Seele aus dem Leib gekotzt. Und ich habe da leider so ein, ich muss da hingucken. Ja. Ich kann meine Augen nicht davon lassen, wenn jemand kotzt. Ja. Ne? Ja, ja. Und das Krasse ist, ich muss sogar noch nicht mal mitkotzen. Ich finde das so, ich finde das irgendwie ohne, ja, das macht mich nicht, also ich finde es belustigend auf eine Art, aber ohne, dass ein ich jetzt darüber auslachen will. Ein visueller Reiz. Und die hat gebrochen und da stand also ein Steward da und hat ihr eine Kotztüte nach der anderen gereicht. Also wirklich, und da kamen die ganze Zeit diese Geräusche von hinten, also die ganze Überfahrt. Ach, die hinweg. Hat gar nicht von der Reling runtergekühlt. Nein, die saß, die Reling war ja, weil draußen war ja Gischt ohne Ende. Das ach war so, ja boom, die boom, boom. Ah, ja. Ja, aber genauso ging es mir auch auf der Überfahrt nach Helgoland. Ich habe eine Tüte nach der nächsten Folge gekotzt. Ja. Und es ging sogar so weit, dass mir meine Oma dann gesagt hat, jetzt müssen wir mal was essen. Und dann gab es eine Suppe auf Helgoland, eine Hühnerbrühe. Ja. Und das fand ich so schlimm, dass ich mein ganzes jugendliches Leben, aus dem ich erst vor kurzem ausgeschieden bin, keine Hühnersuppe mehr essen konnte. Und es war wirklich hart. Weil Hühnersuppe ist eigentlich was Feines. Das stimmt, ist was Feines. Genau, nächste Story, Whale Watching in Monterey. Bitte, was? Ja, waren wir Whale Watching. Das ist ein Abenteuer. Ja. Monterey ist quasi Kalifornien. Und morgens so aus dem Motel geguckt und da war einfach nur düster, graues Wetter, Blitze und wir so, ey, das wird heute nichts irgendwie. Geil, Wale gucken. Ja, und dann sind wir vorgesteppt halt an den Hafen, haben mal so gefragt und die so, ah ja, es nieselt doch nur, ne? Ja. Also die hatten da schon so ein bisschen im Urin, okay, das Wetter wird noch anders. Mhm. Und es ist dann auch anders geworden. Und da war mir übel. Also wir haben die Wale geguckt, wir sind rausgefahren. Ich glaube, die Gischt war gar nicht so schlimm. Es war einfach, weil wir sehr weit draußen waren und das Boot war auch jetzt nicht wie auf der Helgoland-Fähre, die ja groß ist. Die war schon so wie so ein, ja keine Ahnung, so ein Kutter halt. Ne? Ja. Und da hat es mich gehoben, ey. Da hat es mich wirklich richtig gehoben. Also ich musste nicht brechen, aber ich wollte die ganze Zeit irgendwie. Und es hat nicht so richtig geklappt. Und dann gehe ich dann so auf dieses Klo und sehe dann, dass das Klo halt schon einige Leute halt bedient haben mit ihrem Frühstück und so halt. Ne? Lecker, ja. Aber das Erstaunliche daran ist, ich gehe von Bord und fress sofort was. Also ich fress sofort eine Clam-Suppe. So eine aus Muschel? Ja, so aus einer, ja. So eine Hummersuppe. Ja. Die esse ich da quasi raus. Hummer heißt Lobster auf Englisch. Bei Calm Clam, also vielleicht ist es Muscheln, ja. Genau, und auf jeden Fall habe ich mir da eine Suppe dann reingezogen. Also erstaunlicherweise muss ich überhaupt, wenn mir schlecht war, muss ich so, und ich quasi das Zeug rausgeschafft habe, muss ich sofort essen. Also das ist erstaunlich bei mir. Habt ihr so ein bisschen, jetzt wo wir hier, also ich meine, wir können ja mal offen drüber reden, wir sind wohlhabend, ne? Ja. Wir sind wohlhabend und die Frage ist, könntest du dir vorstellen, mal sowas wie ein Boot zu besitzen? Also, weil du bist ja, was Luxus angeht, hältst du dich immer zurück. Genau. Aber Boot ist für mich so ein Ding, also das glaube ich schon seit jeher so ein Träumchen. Also wenn ich immer fantasiere über Reichtum, lande ich immer beim Boot. Lande ich nicht bei irgendwie einer Villa oder einem Auto, sondern ich denke mir so, Boot finde ich krass. Ja. Würdest du dann auch so Nachmittage auf deinem Boot verbringen und schon geil, oder? Ja. Wir haben schon gemerkt, dass uns viele ältere, wohlhabende Frauen auch hören aus Aschaffenburger Kreisen. Ja. Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Bitte mal anschreiben an der Stelle. Das ist immer attraktiv, wenn man so einen jungen Gespielen bei sich hat. Wir brauchen da mal einen Brandbeschleuniger für die Karriere. Also bis hierhin haben wir es geschafft, aber langsam gerät ins Stocken, wenn ich ehrlich bin. Genau, was für uns einfach. Da müssen wir mal irgendwie ein Nuller hinten dran. Genau, wir müssen so langsam ganz nach oben in die oberste Liga. Ja. Also mit dem Bürgermeister hatten wir noch keinen Kontakt. Da muss man auch sagen, also, das ist ignorant von seiner Seite aus. Safe. Also es wird ja immer schöner hier. Es ist ja wirklich toll. Ja. Guck mal, da oben sitzen auch Leute, wir winken mal. Hallo! Ja. Für unsere Hörerinnen, wir sind jetzt schon den Main ganz schön weit nach oben gefahren. Das sind echt die Aschbecher Everglades, guck dir das genau. mal an. Genau, und jetzt haben wir den Yachthafen quasi von Aschaffenburg verlassen und gehen jetzt wirklich so fast, Marik hat es gesagt, Everglades, Florida, Sumpfgebiet. Ja. Der Motor zieht doch an, wir sind in der Wildnis. Genau, wir sind jetzt wirklich in der Wildnis, das müssen wir auch gucken, dass wir irgendwie nicht über die Reling irgendwie halten, weil dann kommen die Krokodile. Ja. Also das ist jetzt wirklich so paradiesisch schon fast hier. Ne? Hier waren gerade Seerosen und wie sagt Philipp Heusel?
Nur der Uhu schaut uns zu. Leute, herrlich. Es ist wirklich herrlich. Marek, du hattest für... Und da würde ich jetzt gerne mal drauf zu sprechen kommen. Meine Pitches. Ja, ganz genau. Ja, genau. Und zwar, ich habe mir für den Festivalauftritt allerlei Reibach-Alarme überlegt. Ja. Und alle sind nur so halb angeschnitten. Ja. Und ich wollte die mit dir entwickeln. Okay. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der Jingle für den Reibach-Alarm. Viel Spaß. Reibach-Alarm. Jetzt wird abgemolken. Ich hatte es ja in unserem kleinen Special schon angekündigt. Ja. Es geht viel um meine Körperbehaarung jetzt. Okay. Und auch die Auswirkungen auf meinen Alltag wegen meiner Körperbehaarung. Ja. Mein erster Pitch ist, ich will ein T-Shirt entwickeln, das die Möglichkeit hat, mir meine Rückenbehaarung zu entfernen. Aha. Und jetzt dachte ich, über Folgen, also ich habe zwei Wege. Ja. Der erste Weg ist eine Chemiebombe. Ja. Das heißt, ich ziehe das T-Shirt eine Viertelstunde an, ja. Dann ziehe ich es aus, dann gehe ich duschen und da sind die Haare weg. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so kompliziert zu entwickeln. Wäre wahrscheinlich gar nicht so kompliziert. Dann finde ich aber das Spannendere, kennt ihr diese Kissen, die man so in zwei Richtungen streichen kann? Ja, dann richtig. Kommt, kommt ein Motiv, kommt kein Motiv. Mit den Pailletten. Genau. Ja, Paillettenkissen. Angenommen, die Pailletten wären kleine Rasierklingen. Oh. Und ich ziehe das Shirt an. Ja. Und in dem Moment klappen die, oder ich ziehe es an, die Rasierklingen bleiben stehen, wie sie sind, verletzen mich nicht. Ja. Ich ziehe das aus. In dem Moment, wo dieser Sog passiert, klappen diese Rasierklingen aus. Aha. Und ziehen einmal... Ja. Mich komplett glatt. Das ist wirklich genial. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und dann einmal ausschütteln und gut ist. Genau, genau, genau. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Kann ich mir irgendwie auch so ein bisschen Pain in the Ass vorstellen? Also ich denke, du ziehst ja so ein T-Shirt an und irgendwann hast du es auch mal vergessen und denkst du dir, oh shit, jetzt muss ich das T-Shirt ausziehen. Oh scheiße, die Harley kommt, Leute. Ja, was, wer kommt? Oh. Leon, okay. Da kannst du mal filmen hier, die Harley. Guck mal. Auf der linken Seite, oder beziehungsweise rechte Seite, ich weiß gar nicht, Backboard. Nee, rechtes Steuerbord, Steuerbord, links ist Backboard. Kommt die Harley zum Vorschein. Von der BVG ein Frachter, ich kann jetzt gerade nicht identifizieren, welches Land. Immer wenn jemand mit so einer holländischen Flagge rumfährt, stelle ich mir vor, da waren nur Pommes drin. Ja, oder ja. Nur Sauce Hollandaise. Und der trägt so Holzschuhe. Ja, genau. Ja, man muss also herrlich. Sagen, mein Opa war ja bei der Marine als Smoothie. Ja. Und der hat mir immer allerlei Geschichten erzählt. Guck mal, hier ist auch schon wieder einer. Ja, moin. Mahlzeit, wir, hallo. Wir grüßen gerade ganz viele Leute hier außen rum. Petri Heil. Ja, wie herrlich das ist. Ja, müssen wir Vorfahrt gewähren, was den was Harley angeht, was den Frachter angeht. Ja, also zu deinem Shirt nochmal. Ich stelle mir das aber auch umgekehrt vor. Als wäre es innen drin mit so einem Gaffer-Tape oder doppelseitigem Klebeband. Ja, sowas. Genau. Und dann ziehst du es so aus und dann ist es trotzdem hart epiliert. Ja. Ja. Also, das kann ich mir painful vorstellen, aber ich glaube... Wirksam. Wirksam. Ne? Aber ich möchte ja also so wenig Pain wie möglich. Denke ich, also die Rasierklinge, finde ich auch, ist so ein bisschen spicy Gedanke, dass das Shirt auch so eine Gefahr birgt. Ja. Und ich glaube, das ist auch so... Ich glaube, Männer würden sowas kaufen, weil die denken, irgendwie finde ich es geil, das mache ich. Ja. Und ich glaube, man kann halt auch irgendwie geile Namen damit finden. Mhm. Ich bin ja auch schon die ganze Zeit an einem Namen dran. Ich hatte einen Namen, aber ich habe ihn nicht mehr im Kopf. So also wie, Shape und Shirt irgendwie. Shape-Shirt. Ja, Shape-Shirt. Ich hatte Shape-Shirt. Shape-Shirt. Sowas. Shape-Shirt. 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 Oder Shirt und glatt irgendwie so mäßig. Geil. Ne? Das ist ein sehr guter Name, ja. Okay, mein zweiter Pitch wäre, ne? Dadurch, dass ich so eine Rückenbehaarung habe, sieht es bei mir zu Hause aus, als würde ein Hund mit in der Wohnung wohnen. Nur ist da kein Hund, ne? Mhm. Jetzt wäre natürlich ein Weg, ne? Einfach zu saugen. Lame. Lame. Ein Saugroboter ist mir zu teuer. Ja. Jetzt hatte ich die Idee, und zwar, ich finde nämlich Tumbleweed aus so Western, ne? Also diese Strohballen, die so rumfliegen. Mhm. Kann ich auch noch was du erzählen gleich? Sehr schön. Angenommen, weil ich denke mir, so ein Tumbleweed wird ja nicht teuer sein. Ja. Aber was, wenn ich ein Tumbleweed hätte aus so Klett? Okay, ja. Oder aus so Wischmopp-Material. Oder aus Gaffer oder so. So mäßig. Ja. Und dann lasse ich dieses Tumbleweed los. Wie eine große Fusselrolle. Genau. Und dann mache ich einfach alle Fenster auf. Ja. Dann ist Durchzug und dann rollt es so durch meine Wohnung, bis alles sauber ist. Und dann einfach auf die Straße schmeißen. Tja. Hey, das ist gut. Ab dafür. Tschüss. Ja, das ist sehr gut.
Was hast du für eine Anekdote noch zu Tumbleweed? Tumbleweed, man denkt ja, das ist irgendwie Farbo, so ein toter Busch oder so. Ja. Ne? Also der einfach irgendwo abgebrochen ist und durch die Gegend flattert. Pustekuchen, das ist Taktik von dem. Das bedeutet, das ist schon, hat schon fast animalische Instinkte. Das bedeutet, der kapselt sich irgendwo ab und lässt sich durch den Wind wegtreiben, bis er dann irgendwann merkt, okay, hier ist cool. Und hier tue ich mich wieder... Und dann bleibt der da. Dann bleibt der dort, ja. Das ist das Tumbleweed-Ding. Man denkt ja immer, wie gesagt... Ist das ein lebender Organismus? Ja, ist eine Pflanze. Ja. Aber eine Pflanze, die diese Taktik ja auch benutzt, um... Achso, aber die hat den Willen zu entscheiden, nee, hier ist geil, stopp. Ja, ganz genau. Wow. Geil. Ja. Das ist abgefahren. Ja. Geiles Wissen. Wollen wir den Laurens mal dazu holen? Laurens, komm mal her. Laurens. Ich bin auch schon gut unser besoffen. Nächster hier. Gast ja, ist der Laurens. Ja. Applaus für den Laurens. Laurens. Großer Applaus, Laurens. Gute. Laurens, ich habe noch einen Reibach-Alarm. Bitte. Und ich sehe, du hast auch allerlei Bartwuchs und deswegen kannst du da mitsprechen. Und zwar folgendes. Und das wird euch ja alle genauso anpissen wie mich. Wenn man sich rasiert, ne? Mhm. Ist die größte Sauerei. Ja. Weil wo macht man es? Ich mache es immer über dem Waschbecken. Ja, ja. Und dann gucke ich, dass das Waschbecken so trocken wie möglich ist. Ja. Und dann versuche ich, entweder saug ich die weg, kehre die weg. Leck es weg. Mach die so nass und dann habe ich so einen Haarballen, den ich in die Toilette schmeiße, kotzt mich alles an. Warum gibt es nicht einen Rasierer, der eine Absaugfunktion hat? Oh, du meinst wie so ein Rasenmäher, wo der ganze Grünschnitt drin gesammelt so wird in so einem Beutel oder so ein Staubsauger. Ja. So mäßig. Ja, ja. Ist ja genauso wie wenn ich wie in der Wand ein Loch bohre, halte ich doch auch einen Staubsauger drunter. Warum gibt es nicht für einen Rasierer, der eine gewisse Saugkraft hat, die der alles wegzieht? Könnt ihr mir doch nie erzählen, dass es also wäre doch easy, chill and go. Mehrere Sachen dazu. Nummer eins. Ich habe neulich mich rasiert und dann habe ich Wasser laufen lassen, weil ich das immer normalerweise einfach versuche, da weglaufen zu lassen. Ja. Und auf einmal höre ich... Stoppt ja irgendwann der Abfluss. Irgendwann habe ich gehört, es plätschert schon doll. Ja. Und dann habe ich unten in mein kleines Schränkchen geschaut und gemerkt, das hat sich gelöst. Ja. Also es ist einfach in mein Bart reingelaufen. Ah. Unangenehm. Das ist sehr schlecht. Der Bart ins Bad. Jetzt könnte man meinen, die Situation bei mir ist schon behoben. Aber nee. Vielleicht... Vielleicht denkst du doch drüber nach. Vielleicht putze ich mir die Zähne seit einer Woche in meinem anderen Bad. Und vielleicht habe ich da noch gar nichts gemacht in die Richtung. Ja. Weil ich handwerklich nicht so begabt bin. Das ist sehr, sehr schlecht. Das nächste Thema ist, dass ich irgendwie in letzter Zeit recht viele Haare verliere. Mhm. Und meine Dusche ständig verstopft ist. Ja. Und dadurch, dass die so klein ist, läuft dann immer so das ganze Duschwasser da raus. Ah, du hast aber auch so einen scheiß Deckel im Boden, ne? Ja. Wo du nicht so ein Siebchen reinlegen kannst. Ich habe so eine begehbare Dusche, also eine ebene Dusche. Und dann läuft das so quasi in meiner ganzen Wohnung rum jetzt, dieses Wasser. Und das ist echt, ich bin da wirklich in so einem Kreislauf gefangen. Ich komme da überhaupt nicht mehr raus. Aber gibt schon auch Mittel gegen Haarausfall. Ja. Wenn das Thema ist. Was würdest du da jetzt empfehlen? Ich habe keine Ahnung, ich habe echt ziemlich guten Haarwuchs. Zeig mal, kann ich einmal sehen? Oh ja, ich habe sehr dichtes Haar, guck mal. Ja, ja. Das sind tolle Haare, wie alt bist du? Haare. 26. Ah, das heißt gar nichts. Das heißt gar nichts. Das heißt überhaupt nichts. Ja, ja. Mit 26 hatte ich auch noch perfekten Haarwuchs. Aber mein Vater hat noch das gleiche Haar wie ich. Also das ist ganz das, gut. Aber du musst auf den Opa schauen. Oh, mein Opa auch, dem sein Vater. Mütterlicherseits. Ja, das weiß ich nicht. Wirklich? Da muss man hergucken. Oh, der hatte gute Haare bei mir. Ja. Ist aber früh gestorben. Ah, schlecht. Rest in peace. Es geht nur um die Haare. Es geht näher um Lebensdauer und so. Achso, okay, gut. Okay. Der hat auch mehr gearbeitet als ich, muss man dazu sagen. Der war Fliesenleger, hat viel schwarz gemacht. Jetzt können wir es ja sagen. Ne? Hat sich ganz schön viel schwarz in die Tasche gesteckt. Wie ich meinen Kaffee am liebsten trinke. Ja, also. Genau. So war es, ja. Der hat ordentlich Geld gemacht, leider nie was bei uns angekommen. Weiß auch nicht. Gemocht hat er uns nie, aber hat viel Geld gehabt. So, aber die, muss man sagen, der hat gutes Haar gehabt. Aber jetzt willst du dich nochmal vorstellen, du bist der Laurens, du kommst aus Aschaffenburg. Tatsächlich komme ich nicht aus Aschaffenburg. Wohnst du aber da? Nee, ich komme aus Ingelheim. Aber warte, du hast doch vor kurzem noch in Aschaffenburg gewohnt, oder? Nee, noch nie. Hast du mir nicht mal erzählt, du wohnst... Ich bin hier gelegentlich mal unterwegs, aber ich wohne schon nicht wir hier. Wir hatten es doch über, hatten wir es nicht darüber, dass du über dem Dings wohnst? Wie heißt diese... Nee. Wohne ich nicht. Okay. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber wohne ich nicht. Okay. Nee, ich komme aus Ingelheim, wo ihr bei einem anderen Podcast die Francesco-Pizza-Folge gedreht habt. Ah, der wohl so schlechten Service hatte. Ja, ich habe mich abgeholt gefühlt, weil ich dachte, Pizza lecker, Ambiente nicht so lecker. Wie war die Pizza wirklich? Weil ich durfte die nicht essen an dem Tag, mir ging es so schlecht. Ja. Sehr gut, ja. Aber ich habe für mein Gefühl habe ich auch schon bessere gegessen. Okay. Naja gut. Wo war für dich die beste Pizza in deinem Leben bisher?
Mannheim Rosso Vivo. War ich auch schon. Geiler Laden. War ich auch schon. Die Geschichte dahinter war folgende, ist wirklich kein Witz. Ich saß abends auf dem Komz mit dem Julian. Julian war damals Koch-Azubi in der Emma Wolf. Und Julian meinte zu mir, die beste Pizza gibt es in Mannheim. Da habe ich zu ihm gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Morgen früh, und da war es schon 3 Uhr nachts, fahren du und ich nach Mannheim und probieren diese Pizza. Und er war so, okay. Gesagt, getan. Am nächsten Morgen sind wir nach Mannheim gefahren und dann haben wir die Pizza dort gegessen. Ist bei mir auf der Nummer 3. Nummer 1, Anima Paris, ungeschlagen, wo mein Freund Matteo und mein Freund Silvio gearbeitet haben. Matteo ist mittlerweile in Bordeaux. Silvio, ehrlicherweise schon lange nichts mehr von gehört. Nummer 2 ist das Best in Kopenhagen. Ah, da war ich auch schon. Ihr beiden könnt es bestätigen. Fantastische Pizza. Sehr gute Pizza. Wir haben nur ein Stück dort gegessen pro Person, aber es war sehr, sehr gut. War schon zweimal mittlerweile und ich würde sagen, auf der 3 ist eben, wie heißt es? Vivo Rosso. Vivo Rosso in Mannheim. Ja, pass auf, Top 3, Vivo Rosso Mannheim, die 2, Mr. Pizza in Dortmund. Ah. Das ist ein Geheimtipp. Okay. Und die 3 war, wie hieß das, Paisano in Glasgow, Schottland. Oh, das klingt auch gut. Ich habe in Berlin noch eine gute Pizza gegessen, im, ich glaube, Sola heißt das. Okay. Aber ich glaube, darf man gar nicht anfangen, weil dann sagen alle Berliner, die beste Pizza in Berlin ist da und da und da. Ja, im Salami Social Club. Ja, wollte gerade sagen, Salami Social Club, da rasten sie alle aus. Ja, sagen alle. Ja. Da habe ich so eine Riesendiskussion. Ja. Ja, da bestellen wir bei Lieferando, wer an erster Stelle ist. Da gab es schon mal einen Krieg beim Kassler im Podcast. Mit Verachtung gab es schon mal diesen Berlin-Pizza-Krieg. Das willst du nicht wiederholen. Ah ja, ich erinnere mich, glaube ich. Ja. Ich habe es auch schon ein paar Mal so privat mitbekommen, dass ich gehe da eine Pizza und warum gehst du da hin? Du musst da und da hin. Aber ich finde es einfach anstrengend. Ich war mal mit dem Timur von der Casper Band in einer Pizzeria. Oder ehemals Casper Band in einer Pizzeria. Die auch sehr, sehr gut war. Und was ich dort sehr mochte, ist, dass wir den ganzen Tag behauptet hätten, dass der Dominik von Joking Hazard Geburtstag habe. Ja. Und dann bin ich auch zu diesem Kellner gegangen und habe gemeint, der Kollege hat heute Geburtstag. Und da wurde ein riesen Tamtam in diesem Laden gemacht. Genial. Weil wir alle behauptet hätten, der wäre 40. Mann, aber man müsste mehr lügen, ne? Ja, natürlich. Das ist die große Antwort. Dreistigkeit siegt. Ja, ich glaube auch, es gibt so in so Peter Pan oder wie diese ganzen Läden heißen, sofort mindestens einen Drink aufs Haus, wenn du sagst, wir haben heute jemanden dabei. Ja, oder Nachtisch. 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 Irgendwie sowas. Das müsste man jedes Mal überall machen. Ey, das ist ein Lifehack. Ihr müsst ab sofort, bitte macht das mal alle. Geht, wenn ihr heute essen geht, dann behauptet, ihr habt Geburtstag und dann schickt uns gerne mal, was passiert ist. Ja. Ich will alle Nachtisch. Wir wollen die Nachtische sehen. Ja, Nachtisch. Lieben wir doch unseren Nachtisch. Ja, wir lieben Nachtische. Wo irgendwelche Kellner mit so einer Wunderkerze an den Tisch laufen. Habt ihr schon mal eine kanadische Pizza gegessen? Nein. Nee. Was ist der Unterschied? Die sind geil. Es gibt auch in Berlin gibt's einen Laden von, ich glaube, der heißt Kennedisch. Roy oder Ronny und der Nachname ist irgendwie polnisch oder so. So ein ganz kleiner Laden, da musst du so, so Souterrain. Und da war ich schon zweimal. Erdgeschoss, ne? Wie bitte? Ja, nee, das ist ein bisschen drunter, so kellermäßig. Ach so. Ganz kurz. Ja. Es klingt so geil, wenn man sagt, ich wohne im Souterrain. Aber es klingt so scheiße, wenn man sagt, ich wohne im Keller. Ja, ja. Wir hatten unsere, die erste Agentur, in der ich gelernt habe, war ich auch mal so, naja, die ist im Souterrain. Und alle waren so, aha, schön. Ah, Aber eigentlich heißt nur, du musst vom Bürgersteig eine Treppe runter. Das ist halt gar nichts. Ja. Jedenfalls bei, ich glaube, Roy Zelenskys Canadian Pizza, die sind riesengroß. Dann sind die vom Belag her normal. Dann haben die aber folgenden Lifehack. Du kriegst eine Riesenschale Rucola dazu, Den du so drauf gibst. Und dann bekommst du eine Riesenflasche Ahornsirup, eine Riesenflasche Schafsoße und eine Riesenflasche, ich glaube, noch so Kräutersoße oder was. Und das schlonst du da alles drüber. Wow. Das ist ein Moped. Ey, und ich sag's euch, so eine Salami-Pizza mit Rucola, Ahornsoße und so Chili-Soße ist oberfein. Die ist nicht zu bezwingen alleine. Die ist auch SWOT nicht zu bezwingen. Ja. Aber es macht einen wahnsinnigen Spaß, weil es halt so dreckig ist, so bappische Finger, dein Maul ist so verbappt, der Laden ist so klein. Also diese Tabletts, so riesen Bleche, auf denen die Pizza ankommt, da ist der Tisch voll. Ja. Also es ist so geil stressig da. Und jedes Mal, wenn ich da war, war immer irgendwas Wildes. Das zweite Mal war der Laden schon bumsvoll und dann sagt er so, rückt doch mal bitte die Tische ein bisschen näher, weil wir machen jetzt noch eine Jam-Session. Und dann kam da ein Jazz-Quintett und hat noch Souterrain
da ein bisschen abgejammt. Geil. Sehe ich. Während ich mir die Pizza reingekniedelt habe. Aber ich krieg schon Leberprobleme, wenn ich von die Pizza nur höre. Ja, 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 ich krieg Sodbrennen durch die Erinnerung. Ja, ja. Erzähl doch mal, was du beruflich machst. Das hast du uns schon vorhin erzählt. Ja, das ist super spannend. Ich mache Schuldigitalisierung. Ja. Fahr zu Schulen, zu Schulträgern. Und ja. Ist doch zukunftsträchtig, aber gib dir mal mehr Mühe. Ich arbeite dran. Das ist jetzt ein ganz bildungspolitisch schwieriges Thema. Liebe Grüße an der Stelle. Und lass halt mal hier und da irgendwie ein Beamer liegen oder sowas. Ja. Da muss doch eine Möglichkeit geben. Demo-Stellung. Wie verbringst du deine Urlaube? Also du bist jetzt... Ah, guck mal, stopp mal. Was ein herrlicher Blick. Das finde ich das geilste Haus von Aschaffenburg. Das Leben. Das Leben. Weil da, von da oben kannst du ja alles überblicken. Stell dir mal vor, da feierst du Silvester, weil da kannst du ja über alles drüber schauen. Ich glaube, das ist das Brentano-Haus. Ja? Ich laufe da manchmal abends hin, nur mir das anzuschauen. Denke mir so, geiles Haus. Die werden schon denken, was ist das für ein Perverser, ja, der immer bei uns in die Fenster reinlurrt. Ja. Ich bin das. Also ich glaube, es ist das Brentano-Haus und das Erstaunliche an dieser ganzen Brentano-Sache in Aschaffenburg ist ja, dass Brentano war ja ein Dichter, ein sehr bekannter Deutscher, der, glaube ich, auch mit Kleist zu tun hatte. Kleist übrigens, das muss man an der Stelle mal sagen, sehr interessante Geschichte, denn als der gemerkt hat, er macht es nicht mehr so lange von seiner Lebensdauer her, hat er sich in Berlin am Wannsee einfach spontan nach dem Morgencafé dazu entschieden, sich mit seiner Freundin auf der Terrasse ins Gesicht zu schießen. Ja. Das hat er durchgezogen und da muss ich sagen, Respekt. Find ich auch. Wer so aus dem Leben scheidet, finde ich, hat für Ewigkeiten geniale Anerkennung Wikipedia-Eintrag. Klingt aber auch stressig. Ja, logistisch aufwendig, ja, ja, dann irgendwie das alles zu regeln und, ja, und das wegzumachen. Für die Leute danach ist es stressig. Für den ist es scheißegal. Denkst du noch an sowas, an die Leute, die das dann wegmachen müssen? Ich finde schon. Ich finde, also du stirbst ja sowieso nicht für dich selbst, du stirbst ja für andere. Ja. Ey, logistischer Aufwand, keine. Ob du dein Handy einstecken hast oder eine Pistole. Ja. Same shit. Stimmt, damals hatte man kein Handy. Ja. Die Tasche eine war Pistole. Eh leer. Weißt du? Ja, da war ich noch zu jung. Da warst du noch flüssig. Da war ich noch jung. Da war es auch ein geiler Gedanke. Erzähl mal, wie du so deine Urlaube verbringst. Ah, das ist spannend. Nee, stopp mal, weil hier ist das Schloss. Wir müssen jetzt erstmal. Ach. Ich finde das Schloss gut richtig groß. Leon, zeig doch einmal bitte das Schloss. Hier, dass die Leute, die mit Aschaffenburg, die das Schloss noch nie gesehen haben. Schloss Johannisberg hat irgendwie mal was mit Mainz zu tun gehabt. Da seht ihr, dass der größte Gingo Europas, der da im Vorgarten steht, wissen viele, ne? Jetzt haben die, das ist gelogen, vor kurzem. Du hast mich. Ich hab so geglaubt. Man muss mit so ganz nischigen Fakten reingehen. Aber es ist ein Gingo, das stimmt. Ja, ja. Was man auch noch dazu sagen muss, in diesem Schloss gibt es regelmäßig, oder vor dem Schloss regelmäßig Ausgrabungen, die dazu führen, dass die Gastronomie im Schloss seit Jahrzehnten geschlossen hat, gefühlt. Ja, die haben es ja wieder zugemacht, weil die gemerkt haben, es ist zu viel. Ja, deswegen heißt es auch Schloss, weil es ständig geschlossen ist. Ja, wir machen wieder zu. Nee, die ganze Ausgabe haben gesagt so, ja, Leute, das schaffen wir nicht. Ja. Das ist viel zu viel Arbeit. Was man auch noch dazu sagen muss, man kann da ja wohnen. Mein ehemaliger Musiklehrer hat da im Turm gewohnt. Genial. Also Es ist auch nicht mal teuer. Du hast dann so kleine Aufgaben. Du musst aber die Rüstung abfeuteln. Es ist wirklich so, oder? Du musst hier... Ja. Du musst einmal über die Rüstung swiffern. Ja. Und dann darfst du da relativ günstig wohnen. Und bis du das geheizt hast. Ja. Oh, das ist. Und ich glaube auch ganz schlechtes WLAN bei den dicken Wänden. Ja, sehe ich mich nicht dran. Ja, ist, glaube ich, nicht mehr möglich, dass man da einen ordentlichen Empfang hinbekommt. Aber, und das muss man wirklich sagen, es ist halt unser großes Aushängeschild. Die Leute lieben dieses Schloss. Ne? Dieses Gucken Schloss. Die sich ständig an und sagen, die werden einfach nicht satt von diesem Anblick. Ja. Und ich kann es verstehen. Ne, und spannend, eine dauerhafte Ausstellung, Kork-Miniaturen. Ja, ist richtig. Waren wir aber letztes Jahr zum Sommerfest, zum ausgefallenen Sommerfest wirklich mal drin. Ist schon beeindruckend. Ja, ihr wart drin. Ich glaube, du, Jonas und Jill waren drin. Ja. Ne? Und dann habt ihr mir abends davon erzählt. Ich war ja gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und hab dann aber die Kork-Ausstellung nachgeholt. Und es ist eine Mischung aus, ey, ganz spannend und aber auch schon stinkend langweilig. Ja, also das Ding ist, man schaut sich so drei Dinge an. Ja. Von diesem, hier das, irgend so ein Kolosseum nachgebaut. Das ist so, Wahnsinn, aus Kork? Ja. Und dann doch so, na, guck mal, der Torbogen, aus Kork? Ja. Und dann ist man so, ah, der Rest auch aus Kork. Ja, genau, irgendwann ist es egal. Ja, so, ich hab den Joke begriffen. Irgendwann ist es klar. So, das ist wirklich echt traurig. Aber wenn ihr auf Sachen steht, die aus Kork gemacht sind, da mein. Wenn ihr gerne Dinge anpinnt, dann guckt euch das mal an. Ja. Das wäre so für Pinnwand-Freunde. Für Pinnwand-Freunde einfach. Muss auch Scheiße aus Papier kaufen. Stell dir mal vor, ey, das wäre der Obergag. Ja, mal erzähl. Na, da so was anpinnen, so eine Notiz. Ja.
Hä, warum hat man das noch nicht gemacht? Wir fahren jetzt gleich am Pompeianum vorbei. Was weißt du alles über das Pompeianum, Laurens? Wirklich gar nichts. Warst du da noch nie drin? Nee, sagt mir nichts. Also ich weiß, und das ist hochgepokert, ne? Ja. Das ist ein Nachbau von so einem historischen Bad. Und ich denke, Pompeji. Ja. Also, des Namens wegen. Wir könnten jetzt natürlich meine Oma anrufen, die weiß alles Mögliche. Stenger, weißt du was über das Pompeianum? Ja, okay, dann holen wir mal kurz den Laurens. Vielleicht sehen wir uns gleich nochmal. Danke, Laurens. Laurens muss nochmal über seinen Urlaub erzählen. Da haben wir ihn abgewürgt später. Wegen Aschaffenburg. Machen wir später. Dankeschön, Laurens. Fein gemacht. Der Applaus wird auch immer müder. Ich merke, der Alkohol wirkt. Nochmal kurz für unsere YouTube-Seher und Seherinnen. Ich musste gerade eben so das Bild ein bisschen stabilisieren, weil wir irgendwie ab der Hälfte gemerkt haben, okay, es rüttelt doch ganz gut und ich habe eine Weinflasche unten dran gebunden, damit es jetzt irgendwie bisher läuft. Geil. Sieht auch gar nicht mal so ungut aus. Also geil. So läuft es bei der Prosecco Laune. Zum Pompeianum. Also was ich darüber weiß, das ist der Nachbau eines Anwesens von so einem Statthalter oder eines... Aber ist das ein Bad? Ich war bis jetzt nur im Vorraum drin. Ja. Gibt auf jeden Fall auch eine Latrine. Und es ist wunderschön. Ja. Auf jeden Fall ein Haus eines wohlhabenderen Einwohners von Pompeji, was ja irgendwie 1805, nee, viel früher, durch den Vulkanausbruch Vesuv? Ja. Irgendwie verschüttet wurde. Und es ist ein Nachbau. Also ich hatte also immer ich habe dem Bürgermeister schon dreimal geschrieben, wann die Mieter da jetzt endlich rausmachen, dass wir unsere WG da reinbekommen. Also es ist wirklich herrlich. Also das Pompeianum ist wirklich wahnsinnig schön. Leon fängt ein paar Bilder ein. Ich hoffe, die können wir dann noch in die Folge schneiden. Ey, das hat so richtig geile ZDF-Fernsehgarten-Vibes. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Das geht mir so rein. Ich muss sagen, ich liebe es auch. Ja. Das ist so, man fährt so ein bisschen rum, man erzählt so ein bisschen was. Ja. Ich dachte bis zu... Mann, ey, das ist ja genau das, was ich immer wollte. Die Prosecco-Laune-Busreise oder die Prosecco-Laune-Partyboot-Veranstaltung. Ja. Das ist ja das im Kleinen. Ja, stimmt. Ja. Das geht mir so im Kleinen. Ja. Ich dachte immer, die haben das wirklich aus der Asche von Pompeji irgendwie rausgefischt. Nee, aus Erzählung. Ja. Und haben das hier aufgebaut, weil ich dachte immer, cool, das hat unter einem Vulkan gelegen. Also unter der Asche, unter der Lava und so. Aber dem war nicht so. Ach, Leon, film mal da. Fans. Das sind da Fans? Ja. Die haben schon mal gerade wieder umgedreht. Da sind sie. Ja, wir können ja nochmal kurz Revue passieren lassen, was den Tag heute angeht. Wir hatten ja, wie gesagt, das Pulsfestival ist abgesagt worden und ich mache so den Kofferraum auf und entdecke da diesen Hund. Mhm. Mit dem Hund hatten wir ja auch was vorher auf dem Puls. Der grüne Fido, ja. Genau, was war denn da der Plan nochmal genau? Naja, wir sind ja mit unseren Live-Auftritten, das muss man sagen, sehr spontan. Und das heißt... Was der Marek damit meint, ist, wir machen uns vorher keine großen Gedanken. Richtig. Und wir hatten am Mittwoch so Viertelstunde Call, was man so machen könnte. Und da war eine Idee, wir könnten noch ein Gewinnspiel machen. Und wollten irgendjemanden aus dem Publikum eben auf die Bühne holen. Ja. Jemand, der irgendein Talent hat, irgendwas vorführt. Und er hätte quasi gegen den Stenger gekämpft, weil der Vorwand wäre, der Stenger hätte den Hund gerne gewollt. Ja. Und die Person muss den quasi wie zurückkämpfen. Ja. Und dann war halt die Idee, was könnte man schenken? Erstmal so irgendwie ein Bier, irgendwas fürs Festival. Und dann waren wir so, besser wäre was super Umständliches. Ja. Ja. Ich habe, glaube ich, im Hörerfax schon erzählt, ich habe dann den Hund im TK Maxx geholt, habe gemerkt, wahnsinnig gut der Eisbrecher, weil ich mit dem Hund zum Atelier gelaufen bin, weil ich ihn ja noch gestrichen habe. Ja. Und alle waren so verwundert, was macht der Mann mit dieser albernen Skulptur? Mhm. Genau. Ist eine Skulptur nicht nur ein Kopf? Nee, Skulptur kann alles sein. Ach ja, okay, ich dachte, okay. Büste meinst du. Aha, und das ist Kopf- und Oberkörper-mäßig. Mhm. Und jedenfalls, dann hatten wir halt jetzt diesen Hund. Mhm. Und der hat jetzt keinen Zweck mehr gehabt, weil wir nicht auf dem Puls waren. Ja, genau, wir wussten nicht mehr, was wir mit dem machen sollen. Und du hast heute Morgen gesehen, der ist ja immer noch im Kofferraum. Ist immer noch im Kofferraum, genau. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir wollen ja sowieso mal so einen kleinen Snip machen, also etwas losgelöst von der eigentlichen regulären Folge, so ein Special. Und sind wir auf den Trichter gekommen, wir schnappen uns den Hund und wir steppen durch Aschaffenburg, genau. Gucken mal am Main. Und suchen den süßesten Hund. Suchen den süßesten Hund, genau. Zugegeben, vielleicht morgens um 9, 10, 11 Uhr ist es schwierig, da vielleicht viele Hundehalter zu finden, die irgendwie mit Gassi ausgeht. Oh, guck mal da drüben, guck mal, da ist auch ein super schöner Hund, ein Golden Retriever. Den grünen Fido gewinnen können. Genau.
Genau. Und da sind wir quasi am Main entlang gesteppt und uns ist schon der eine oder andere Hund begegnet, ein Mops, den haben wir mal kurz interviewt. Dann aber sagt er zusammen, wir trauen uns nicht so richtig, die Leute anzusprechen. Ja, wir haben, also das war das große Mango. Aber die haben alle telefoniert. Also der, ja, stimmt. Der Dude mit dem Mops zum Beispiel, der hat irgendwie, ja, ich würde gerne was verkaufen. Ich habe da einfach irgendwie Trading gemacht da unten mit seinem Hund. Ja, ja. Ein Bitcoiner. Bitcoiner war das, genau. Und auch die Dame, die dann quasi den Zuschlag bekommen hat von uns, auch die hatte gerade telefoniert. Ja. Birgit, nochmal liebe Grüße an Birgit. Liebe Grüße an die Birgit. Nochmal alles Gute zum Geburtstag. Und die hatte A, Geburtstag und B, der Hund hieß Quincy, was für mich einfach schon mal 10 von 10 war. Quincy Jones, Wissab. Und die hat den Zuschlag dann bekommen. Der Hund war genial, ja, muss man sagen. Der hatten, und die haben sich auch sofort angefreundet. Der Quincy ist rumgeschwänzelt um unseren Hund und hat sich gefreut und so gesagt, ey, ihr habt euch gefunden. Ihr habt euch gefunden. Ja, und da kann man jetzt ewig suchen und sich überlegen. Und das habe ich ja auch da schon gesagt. So, das ist ja eh so Generation Tinder. Ja. Man sucht dann immer nach dem besten Match. Und ach, ist der nicht noch hübscher als mein Freund, den ich schon habe? Oder ist das nicht noch besser? Und Kompromisse eingehen und so. Manchmal ist es der erstbeste. Ja, Quincy und Birgit waren perfekt. Ja. Ey, Birgit hatte noch Geburtstag. Ja. Birgit hat tatsächlich Interesse an der Hundeskulptur gehabt. Was ich auch erstaunlich fand, weil die war speziell. Ja, die war schon eigen. Hat aber auch ein bisschen kritisiert, wie du sie angemalt hast. Ja, Birgit, ne? Augen hättest du besser machen können. Ja, fair. Das stimmt. Kann ja nochmal mit einer anderen Farbe drüber gehen. Das ist ja nicht das Problem. Aber Birgit hat sich riesig über den grünen Fido gefreut. Ja. Quincy hat sich auch über den grünen Fido gefreut. Hast du gesehen, wie er sich angestellt hat beim Foto? Ja. Der ist ja ausgefloppert. Ja. Und er war auch frisch aus Rumänien, also der hat es wirklich aus dem Zwinger hierher geschafft. Ja. Der führt jetzt hier ein fantastisches Leben. Was ein geiles Upgrade. Super geil. Jetzt aus dem Zwinger und dann schönster Hund Aschaffenburgs. Wir sehen innerhalb von 6 Wochen, das muss man nochmal sagen. Auf der linken Seite sehen wir eine Rutsche, Stenger. Erinnerst du dich? Ja, das ist die Freizeitwelt Aschaffenburg. In dem Fall ist es das Stadtbad in Union mit der Eishalle und natürlich auch dem Hallenbad. Und da gehen wir auch hin und wieder schwimmen. Genau, also wenn ihr uns mal oberkörperfrei sehen wollt, was ich sehr empfehlen kann, dann kommt doch ab und zu mal morgens entweder ins Stadtschwimmbad Aschaffenburg oder auch ins Waldschwimmbad nach Goldbach, denn der Stenger und ich sind auf diversen Rutschen unterwegs. Richtig, wir sind die Rutschenkönige. Wir sind Rutschenkönige. Ja. Ich habe den Rutschenrekord in Goldbach, der liegt bei 8 Sekunden, nur um 3 Sekunden verpasst. Der Stenger hat wirklich die dreifache Zeit gebraucht. Das ist das Alter, was man merkt. Ja, genau. Meine Haut ist nicht mehr so jung und frisch und glitschig wie deine. Habe aber jetzt rausgefunden, wie man schneller rutscht. Willst du es wissen? Ja, bis in die Hose lupfen hinten. Nicht die Hose lupfen. Auf gar keinen Fall die Hose lupfen. Aus dem Alter sind wir raus. Wenn wir die Hose lupfen an der Rutschstation... Das ist gleich übergriffig. Ja, das ist übergriffig. Das können wir uns als Podcaster nicht erlauben. Nee, auf keinen Fall. Was wir aber uns erlauben können, ist, du legst dich auf den Rücken. Damit hast du eine sehr große gute Rutschfläche. Mhm. Und dann den Arsch etwas anheben und nur ein Bein auf die Rutschfläche stellen. Also wenig Fläche wie möglich geben. Also auf die Rutsche geben, meinst du? Ja, ich kenne es auch mit Ellenbogen noch genau, zusätzlich. Ellenbogen kannst du auch noch machen. Ja. Und dann stützt du dich ab und gehst quasi im Hohlkreuz so ganz leicht auf die Rutsche. Ganz wichtig, der Arsch muss oben sein. Ja. Ist schon ein bisschen Arbeit, es ist nicht nur Spaß. Wie ein Bob aus Haut. Ein Bob aus Haut. Ja, so sieht's aus. Das klingt wie ein Deichkind-Song. Ein Bob aus Haut. Ich hatte ganz lange die Vision, dass ich mal eine Bobmannschaft gründen wollte. Okay. Oh. Aber alle nur mit dem Haarschnitt. Nee, schon, ich wollte wirklich Bob fahren. Ach so. Weil irgendwie finde ich es witzig. Also ich hatte auch schon, Tabi und Nora wollten mitmachen und wir hatten auch schon Namen. Wir hießen die Backbenchers. Die Backbenchers. Genau, aber wir wollten einen Bob, wo man so zu dritt in der letzten Reihe sitzen kann, wenn das ging. Aber stell dir mal vor, also wir haben schon im Hörerfax erzählt, dass ich jetzt Tango tanzen will. Ja. Frosch im Hals, ja keine Miete zahlt, Leute. Stell dir mal vor, aber Tango-Tänzer und Bobfahrer. In einer Person. Ja, das wäre geil. Das wäre gestörten Stein. An manchen Stellen werde ich verrückt, dass du Single bist. Ein Mann mit so vielen Skills und so vielen Talenten, dass du noch nicht längst irgend so eine reiche, ältere Aschaffenburgerin geheiratet hast. Bobfahrerin. Ja, eine reiche, vermögende Bobfahrerin. Einfach eine reiche Frau, die dir es ermöglicht, all deinen Träumen nachzugehen. Ja, das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich bräuchte mal eine, die so ein bisschen meine Vision so ein bisschen pusht. Liebe reiche Damen aus Aschaffenburg, der Marek ist zu haben und er würde sich sehr über eure Nachrichten freuen. SugarMami4Marek@gmail.com. Ja. Okay, aber machst du es wirklich? Ja, die richtig ein. SugarMami4 Marek, doch. Das sagst du auch mal. SugarMami4Marek. Wie als Zahl. Four. Buchstabier es mal bitte. SugarMami4Marek. SugarMomMy4, die Zahl, Marek
marek@gmail.com. Da nehme ich die Bewerbungen an. Ja. Für das Support-Programm. Ja. Für meine Vision, mein Leben. Ey, ich fände es so geil, wenn Marek so ausgehalten wird von so einer reichen Frau. Ja, auch genial. Mega gut. Ja. Und er wohnt einfach auch so ein bisschen mit dem Haus. Ja, das ja. Ist, hier muss noch eine Säule hin, das nervt mich. Ja, vielleicht ja auch eine, wo man merkt, der Mann macht's nicht mehr lang. Ja. Ne? Wo man ja. Schon mal den Neuen so anlernt. Ja. Weißt du, ja. Dass du da schon mal mit rein kannst in die Hütte. Und Marek kommt auch so mit Sprüchen in die Küche, ich brauch Geld. Ja. Ja. So, weißt du, so gibt's mal wieder einfach einen 5 und gibt's mal wieder einen lilanen und rein. Ab dafür einfach. Ne? Ohne auch so Danke, Bitte, so gar nichts. Nee, einfach so, nur, ja. Ja, so mäßig wie bei Goodfellas. Ja. Auf die Szene. Ja. Da gehe ich halt einmal auf die Knie. Mein Gott. Hä, ja. Na und? Ist doch egal. Hä, für Geld machen Pleasure Dome Boy dann, ja, natürlich. Ja. Laurens, komm mal her, wir müssen noch ein bisschen über deine Urlaubssituation sprechen. Ja. Leute, Laurens. Laurens wieder da. Nochmal einen tosenden Applaus, bitte. Danke. Das bin ich. Ja. Der Applaus ist das Lustigste. Ja, ja. Das vor allem, unser, keiner als der. Unser Publikum hat das große Problem, das wusste man vorher nicht. Die hören ja gar nichts von dem, was wir uns hier erzählen. Man hört wirklich ganz schlecht, was ihr da erzählt. Wo machst du Urlaub und wie? Also, immer aktiv. Und das ist wirklich... Warte mal, was meinst du mit immer aktiv? Machst du so Action-Urlaub? Ich lege mich nett ins Hotel irgendwie an den Pool. Machst so Rafting, Jochen Schweizer. Hast du die goldene Jochen Schweizer Karte? Nee, das ist... Laurens, jetzt sag endlich. Wir suchen uns... Es geht eigentlich nur ums Essen. Ja. Ah, sehr gut. Wir suchen uns Spots aus, wo wir essen und dann ist dann egal wo. Beispielsweise in Rom, Pizzatour in Rom. Ja. Oh, ach, das ist ähnlich wie das Konglomerat, das, in dem wir arbeiten, wenn wir Urlaub machen. Ist, ja, es ist Butterbanden ähnlich. Oh. Nur wir haben das schon, das Konzept fahren wir schon seit 5 Jahren. Da gab es die Butterbanden noch gar nicht. Ja. Gab es Kopenhagen noch gar nicht. Das finde ich aber sehr, sehr spannend, wirklich. Ja, richtig. Und dann werden die ganzen Tagestouren, was man so macht, was man sich anguckt, was man unternimmt. Ums Fressen rumgeplant. Wird ums Fressen rumgeplant. Ja, kapier ich. Und dann wird so gefresset, dass du abends nicht mehr laufen kannst. Zwischendrin immer Wegbier, Wegelagerer, Aperölchen. Mmh, lecker. Was war euer größtes Achievement, wo du sagst, so, da bist du stolz drauf? Ja. Ja. Also informiert ihr euch vorab nach feinen Läden? Naja, was heißt feine Läden? Man guckt ja viel Sachen, wie zum Beispiel jetzt Rom. Da gibt es dann vom guck andauernd Rom. Rom, immer Rom. Einfach Rom. Du guckst bei TripAdvisor bei Rom? Nee. Ich hab da sogar eine CD Rom. Guckst manchmal drauf. Du musst halt auch einfach mal Rom probieren. Ja. Okay. So ist es. Nee. Und dann guckst du halt ich hab bei... Ich hab Bock, Rom zu machen. Ja. Wird Rom gemacht. Manchmal gibt's auch einen Strohrom. Ich hab vielleicht noch ein, zwei. So billig. Ja, und beim Essen ist vor allem das Aroma wichtig. Okay, Leute, das ist wirklich... Und jetzt ist wirklich Feierabend. Ich merke auch, ich bin nicht mehr angetrunken. Ich bin besoffen. Echt? Ja. Ja, so. Ich nicht. Ich hab irgendwie nur ein Schörlchen gehabt und ich tau langsam auf. Naja, Laurens, hol mal dein Becher her jetzt. Ach komm. Komm, hol mal Becher her, Laurens. Dann machen wir dir nochmal das Becherchen voll. Alle Leute, die diese Folge hören, denken, was ist denn heute los? Ja, manchmal ist es so. Ja, hier werden wir shoppen gepetzt. Schollen verhaftet, sagen wir bei uns immer. So, bitteschön. Ja, haben wir heute eigentlich irgendeine Werbung oder so, Stenger? Nee, Gott sei Dank. Im Zweifelsfall immer Arche Noah Aschaffenburg. Richtig. Das wäre wieder blöd, wenn wir für irgendein Nahrungsergänzungsmittel jetzt Werbung machen müssten, während wir uns hier einen Brein saufen auf dem Kutter. Aber gut, was war dein, von all den Städten, die du bereist hast, oder all den Orten, die du bereist hast, was kannst du kulinarisch am meisten empfehlen? Bottrop. Currywurst am Rewe-Parkplatz. Bottrop halbes Hähnchen. Mit einem Kraftsalat schön, aus dem Eimer. Schön Vogel gefressen. Ja, das Thema auf jeden Fall. London. Oh, okay, ja. Weil viel international, da gibt's gute Läden. Ja, und doch. Was war dein Highlight in London? Was hast du da gegessen, was dich besonders beeindruckt hat? Ein Bacon Butty. What? Das ist ein say what? Say what? Das ist ein Sandwich mit Bacon und einem Entenei drauf. Oh, wicked. Von einem Laden, der heißt, jetzt muss ich lügen, überlegen, Le Swine heißt der. Uh-huh. Und dann machen sie richtig schöne thick slices Bacon drauf, Entenei drauf. Oh. So eine scharfe Ketchup machen die da drauf und so einem Brioche. Entenei? Und das einfach zum Frühstück. Und das ist es. Weil Entenei ist auf jeden Fall das bessere Hühnerei. Ist weil ein bisschen größer, ein bisschen fettiger, ist ein bisschen dicker und hat größeren Dotter. Und wir lieben Dotter. Junge. Oh, geil.
Das klingt richtig gut. Thema. Thema. Echt? Entenei-Benedikts-mäßig. Vielleicht auch finden wir Thema. Hier eine Ente. Ja. Da wird die mal schön ausgepresst. Legal! Los! Drück das Ding jetzt raus. Ich bin Erpel, lass mich in Ruhe. Drück das Ding trotzdem raus. Oh, das klingt aber herrlich. Und was ist als nächstes geplant? Wo geht es dieses Jahr noch alles? Das finde ich erstmal eine coole Spezialinformation. Auf jeden Fall. Mit dem Entenei, das ist ein Geheimtipp. Ja. Geheimtipp. Das wäre vielleicht was für einen Reibach-Alarm irgendwann. Wo kriegt man Entenei? Gibt es das im Rewe? Hier ist schlecht, aber in Großbritannien ist das ein ganz normales Ding. Das gibt es genauso, wie es da Hühnereier gibt, gibt es da die Enteneier. Da werden doch auch die Pommes so zum Teil in Duckfett frittiert. Ich weiß nicht, warum Enten hier nicht so Thema sind, warum wir denken, wir müssen hier nur mit Brot füttern und nicht selber so ausschlachten. Wir sollten die mehr essen. Ich habe heute so viele Enten gesehen. Ja. Das sind auch mittlerweile echt. Wird viele. Keiner vermissen. Ich weiß auch nicht, ob die so gut sind in so einer Überpopulation für den Main. Hier ist schon viel. Das glaube ich auch nicht, dass das gut ist. Ich glaube, das musst du. Das ist ja ähnlich wie mit den. Also zum Beispiel jetzt die Alsterschwäne, die wurden jetzt wieder zurück in die Alster gelassen. Und bei Schwänen ist man ja. Was ist denn der Alsterschwan? Ja, der Alsterschwan ist eben der Schwan, der in der Alster sich und sieht bewegt. Der anders aus? Nee, aber das sind dort halt einfach so Sehenswürdigkeiten. Ah. Okay. Und die werden da ja so geschützt und ich bin ja gar kein Schwan-Fan. Hast du ja Schwänchen? Nee, Schwäne einfach, das sind die schlechteren Gänse. Ja, und vor allem man die kann sind die... bösartig. Man kann die wollen dir nichts Gutes. Die wollen dir nichts Gutes und schmecken tranig. Genau, das ist es, ja. Wo geht's als nächstes hin, Lauritz? Tatsächlich auch Kopenhagen, September. Optimal. War Inspiration. Ja. Echt, ja? Macht ihr ins Punk Royal? Wissen wir noch nicht, aber Noma wird gemacht. What? Habt ihr einen Tisch im Noma? Die machen ja nur mit 3 Monate im Voraus nur noch Reservierung. Ja. Wir haben ihn noch nicht, aber wir werden einen Tisch kriegen und dann wird der Urlaub gemacht, wenn der Tisch da ist. Ah, geil. Okay, super gut, ey. Oh, fuck my life. Ja, vielleicht wird ja jemand. Wie groß ist die Crew? Aktuell sind wir 3 oder 4. Ja. Wenn da 2 krank? Können wir gucken. Und das Beste ist. Guck mal, ob da mal 2 krank waren. Ein Kumpel von mir, der macht so YouTube und so, der ist ein bisschen besser betucht. Ja. Der hat eine Wette verloren beim Bierpong spielen. Ja. Der muss das alles zahlen. Oh! Der darf nicht krank werden, aber die 2 anderen. Der, du und mir 2. Ja. Sehe ich uns. Ja. Ja. Guck mal, wir sind doch die besseren Freunde, Laurens. Also, weiß nicht, deine anderen 2 Freunde, die da mitfahren, haben die dir schon wo mal... Sind so heute, frage ich mich. Wo sind sie heute? Der eine, liebe Grüße an Marcel, der hört es auch sehr fleißig, aber Marcel. Der wird es auch verstehen. Okay, der wird es verstehen. Der Marcel, weiß du bleibst genau, mit deinem Arsch der weiß zu Hause. Genau, Leunchen über Freunde. Okay, sehr gut. Da drüben fahren schon wieder Kollegen vorbei. Hallo! Grüßt euch! Spannend. Ja, das können wir leider nicht zeigen, die Frau ist nackt. Aber ich würde sagen... Spannend. Ich bin so langsam relativ am Ende... Ich würde auch nochmal gerne eine Runde einfach am Tisch sitzen mit unseren Leuten. Nochmal am Tisch sitzen mit den Leuten. Hast du noch einen Reibach-Alarm, den du noch loswerden willst? Ich habe tatsächlich noch einen. Okay. Reibach-Alarm. Jetzt wird abgemolken. Ich bin drauf gekommen, eine Bekannte von mir hat so wie so Spirulina-Pulver in so Kapseln selbst reingepackt. Aha. Und das so portioniert mäßig. Und da war ich so... Ah, okay. Es sieht ja aus, als würdest du Drogen machen. Ja. Und dann machst du so, irgendwie findest du es aber interessant, so Kapseln mit was zu befüllen, was man sich so selbst mischt. Und dann war ich so, man könnte doch auch einfach so Gewürzmischungen fertig machen und in so Dragees packen und sagen, für einen Chicken Korma ballerst du 3 von diesen Faulenzer-Tabletten da rein. Aha. Gut wär's. Stimmt. Der bessere Brühwürfel. Ja. Mäßig, ja. Hä, macht total Sinn. Ne, weil, ich habe nämlich immer das Gefühl, dass man in Deutschland so zu wenig würzt. Ja. Und dann könnte man sagen, guck mal, du musst 5 von den Dingen nehmen, damit es gut wird. Ah ja, das finde ich sehr schlau. Und dann hat man so eine, zum einen hat man es schon wie, also... Funktioniert aber nur mit warmen Gerichten, ne? Also bei kalten Sachen löst sich das dann nicht so gut aus. Stimmt, ja. Ja, nee, bei warmen Gerichten würde es dann gehen, ja. Finde ich clever. Aber das finde ich irgendwie auch clever. Und dann gibt's halt sehr gute Sachen dabei. Habe ich in 5 Minuten runtergeschrieben, mein Brain war on fire. Okay, wir brauchen Kohle, darum geht's mit. Granatenstark, Leute. Ich würde sagen... Frank Thelen, ruf mich an. Ja, absolut richtig. Kai, kommst du auch nochmal ganz kurz her? Das würde mich auch nochmal freuen. Du kannst ruhig da bleiben, Laurens. Aber mit Kai ein bisschen am Mikrofon. Mich würde auch noch interessieren, Kai. Hast du ein bisschen was gehört? Ja, geht. Fandest du es schön bisher? Es war herzallerliebst. Okay, und es war richtig schön. Wo fährst du dieses Jahr noch in den Urlaub? Ins Pompeianum tatsächlich. Ja, wirklich? Nein. Okay, aber würde ich verstehen. Ist doch schön. Nach Schottland fahre ich nochmal vielleicht. Ah, nach Schottland. Aber kenn ich Leute. Ja. Du kennst dort Leute, triffst dich mit denen und das war dein einziger Sommerurlaub dann? Ja, quasi. Das finde ich interessant.
wo fährst du im Sommer hin? Nach Schottland, wo es wahrscheinlich regnet. Ja. Aber ich bin so ein Mensch, ich hasse eigentlich den Sommer. Warum? Ich mag den Sommer auch nicht, ich kann das schon nicht. Ich bin gern blass, ich werde ausgelacht, aber ich sag immer so, ich mag das überhaupt nicht. Und im Sommer hast du... Ja, man sagt ja auch so royale Blässe, ne? Das zeigt, dass man einfach wenig arbeitet. Du hast auch den größten Druck, im Sommer dein Leben zu genießen. Alle sind so draußen und sagen, geile Zeit haben hier, aber ey, nee. Das gefällt dir auf unserem Floß nicht, willst du das damit sagen? Nein, doch, mein Freund. Die Tikis. Ja. Ist alles gute Stimmung. Okay, gut. Okay, super. Okay, gut. Naja, das kann ich total verstehen. Schottland ist, muss ich sagen, ein harter Pick für den Sommer. Aber ich verstehe es auch, Kopenhagen, sind wir mal ehrlich, ist auch nicht die große Sommerstadt, ne? Machen wir im Herbst. Im Sommer machen wir nochmal was anderes. Was denn? Lorette. Noch gar nicht. Lorette. Du süßes, bist ja einmal so. Lorette, jetzt mach noch Lorette. Irgendwas, Italien. Sowas in die Richtung. Lass mal so mit der Prosecco da und sagen, 40 Leute ab in so einen Steva-Bus und dann Lorette Mar. Ja. 24 Stunden wieder heim. Das wäre genial. Dann da auch das Franchise machen, irgendwie Sankria-Laune oder sowas. Mann, ey, wir müssen echt eine Prosecco-Laune-Busreise machen. Das wird ja nicht so schwer. Also Kaffeefahrt. Ja. Das war ja die große Vision von unserer ersten Tour, wo wir sagten, naja, wir machen nur Busreisen. Und unser... Aber ihr auch am Mikro vorne. Ja, Gästen-Merch loswerden. Genau. Das war die Idee, aber da muss man sagen, da hat uns... organisatorisch wahnsinniger Aufwand, kaum zu stemmen. Also das war so... Wer sagt's ihnen, dass so wichtig sind sie uns auch nicht, dass wir das organisieren für dich? Vielleicht sind ja unter den HörerInnen so ein paar BusfahrerInnen, weil die sind sauteuer. Und wenn ihr da irgendwie so zwei habt, könnt ihr das easy machen. Ja, meldet euch gerne bei uns. Bitte melden. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt auch mittrinken, wir müssen es keinem sagen. Ja. Und fahren wir halt ein bisschen langsamer auf der Autobahn. Ja, voll, oder? Der Weg ist das Ziel. Jetzt fährt die Quinto an uns vorbei, Leute. Ah. Und ich würde sagen, das war's. Das war's mit. Schön, dass ihr dabei wart. Sehr stark. Hat mir einen herrlichen Spaß gemacht. Ja, same. Nochmal vielen, vielen Dank an Arche Noah Aschaffenburg. Wir durften heute hier so ein bisschen rumfahren und das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Wir betrinken uns jetzt hier noch ein bisschen, Leute. Ich sag, wie es ist. Ja. Denn es ist immerhin 15 Uhr an einem Freitag. Jetzt ist Freizeit. Ab jetzt ist Wochenende. Viel geschafft wieder. Arbeit. Ja. Wir sehen uns. Tschüss. Peace. Prosecco-Laune. Mit Christian Theodor Bloß und Marek Bäuerlein.